Hansestadt Bremen ist Mario schon früh auf den Beinen. Der gebürtige Italiener hat die letzte Nacht allein in seiner 50 Quadratmeter großen Einzimmerwohnung verbracht. Mein Tagesablauf ist, ich stehe um 5 Uhr morgens auf. Ich habe Eiskaffee früh mal gearbeitet und muss früh aufstehen. Also das stört mich nicht. Also öfter mal kommt Sabrina hier, meine Freundin, und schläft sie eher. Und dann zwischendurch muss sie nach Hause, weil sie muss noch was erledigen oder Papiere. Sie hat eine Wohnung. Also verbringen wir jeden Tag Arbeit zusammen. Und dann Nachmittag, sie erledigt seine Sachen, ich auch meine. Und dann treffen wir uns. Marios Freundin wohnt gut 6 Kilometer entfernt von ihm. So, Zigarette. Mein Frühstück. Mario würde am liebsten mit Sabrina zusammenwohnen, aber die 39-Jährige braucht ihren Rückzugsort und möchte ihre Wohnung deshalb nicht aufgeben. Ich stehe morgens um 7 auf, dann verlassen mir so extrem viel Zeit und dann so ein Viertel nach 8 gehe ich dann los zur Arbeit. Zu ihrer Teilzeitstelle. Ja, ich arbeite auch bei Bremer Suppenengel. Ich bin Beifahrer bei meinem Fahrer. Bei Suppenengeln gefällt es mir sehr gut, weil ich gerne mit Obdachlosen und Bedürftigen arbeite und das Essen verteile. Die Geringverdienerin und der 19 Jahre ältere Mario sind seit 6 Monaten ein Paar. Ich vermisse Sabrina, wenn ich hier alleine bin. Ich vermisse sie sehr. Wann hast du Arbeitsbeginn? Ich normalerweise um 8, aber ich hole noch vom Bahnhof bei einem Bäcker, was überbleibt, Brot, Baguette und so weiter. Also für die Suppenengel und dann fahre ich zum Firma. Während Mario zum Bremer Hauptbahnhof aufbricht, hat Sabrina noch etwas Zeit für sich. Das ist ihr auch wichtig. Ich mag Mario ganz gerne, aber ab und zu brauche ich auch mal meinen Freiraum im Schlaf zu Hause. Das versteht er überhaupt nicht. Kann er gar nicht nachvollziehen. Als Mario obdachlos war, sah er Sabrina das erste Mal am Bremer Bahnhof. Sie verteilte das Essen für die Suppenengel. Nachdem sich die beiden 4 Monate kannten, wurden sie ein Paar. In Bremerhaven-Lehe wohnen die schwangere Jessica und ihr Verlobter Olaf. Der 53-Jährige tritt heute seinen 2-Euro-Job an. Die Stelle in der Garten- und Landschaftspflege wurde dem Langzeitarbeitslosen vom Jobcenter vermittelt. Man lässt sich einfach überraschen, was heute dein Aufgabenbereich ist und darauf den Tag. Ich habe ja nicht viel. Weil ich arbeite ja kaum, habe schon wieder Mittagspause, dann ist Feierabend. Ich muss gleich erstmal zur Firma meinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Für mich ist der Tag sehr wichtig, weil erst ein Schritt bei uns ist, wo das wieder bergauf geht, geldmäßig auch. Weil man hat durch diesen einen Urlaub ja auch wieder ein bisschen mehr Geld im Monat. Also mich freut es sehr, dass er das erstmal angenommen hat, den 2-Euro-Job. Aber so kann er mir wieder was Neues erzählen. Was genau war, was passiert ist. Na, und wir haben auch schon vorab gesprochen gehabt, wenn irgendwas sein sollte, es sollte sich irgendwas anfangen zu brodeln, dass er dann halt auch hingeht und mit dem spricht. Beim letzten Probearbeiten ging vieles schief. Ja, da fing es ja an, fing es schlecht an rumzumeckern. Und alles, das geht so nicht und ich muss alles wieder umpacken. Jede einzelne Palette, wo ein Karton kaputt war, wurde ich nur bombardiert und angepöbelt. Und habe ich mich mit dem Teamleiter angelegt. Gestern haben sie mich angerufen, die Firma, und haben mich gestern am Telefon gekündigt. Und ich kriege das Kündigungsschreiben diese Woche zugeschickt. Ja, und diesmal will ich das so machen, wenn Probleme sind oder ich möchte woanders hin, dann fahre ich ins Büro oder rufe da an, hole mir einen Termin. Ja, und dann will ich mit dem Chef da reden. Na, dann müssen wir dann mal gucken, weil es gleich 8, muss ich gleich langsam los. Jo. Ja, dass ich mich pünktlich bin, weil ich möchte nicht am nächsten Tag zu spät kommen. Olaf hat demnächst eine große Verantwortung zu tragen. Er wird zum ersten Mal Vater. Ein Kind ist nicht billig. Ja, und deswegen ist mir der Job sehr wichtig, dass ich mein Kind auch was bieten kann. Meine Getränke habe ich eingepackt. Brot ist eingepackt. Also kann nicht schief gehen. Die schwangere Jessica begleitet ihren Liebsten noch ein Stück. Ja, und wir sehen uns heute Mittag. Auf jeden Fall. Und ich liebe dich. Ich dich auch, mein Schatz. Nee, bis heute Mittag. Bis heute Mittag. In Gelsenkirchen-Bulmke-Höhlen sitzt Oma Petra auf heißen Kohlen.
Die 63-Jährige macht sich Sorgen um ihre hochschwangere Enkelin Lisa. Gleichzeitig steigt aber auch die Vorfreude auf das Baby. Lisa ist im Krankenhaus. Die Bruchblase ist ihr geplatzt um 11:45 Uhr. Dann bin ich hingegangen, habe ich das Krankenhaus angerufen. Sollte 112 anrufen, das habe ich getan. Dann wurde der Krankenwagen. Dann haben die uns hochgefahren ins Krankenhaus. Dann kamen wir auf der Entbindungsstation an. Und die haben gesagt, die müsse jetzt da bleiben. Zweite Mal werde ich jetzt Uroma und ich freue mich natürlich auch. Denn es ist das erste Enkelkind, wo ich dabei bin und dabei sein darf, auf Deutsch gesagt, wo ein Kind auf der Welt kommt. Das macht mich ganz stolz. Lisa? Wann kommst du? Ich wollte mit dir mal Videochat machen kurz. Oh, nee, manchmal die Wehen, das ist echt nicht auszuhalten. Ach, die werden noch schlimmer, Kind. Ich weiß. Alles gut, Kind. Beruhig dich. Hol Luft. Ich kann nicht mehr. Doch, du kannst noch. Oh. Lisa, entspann dich. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Wie soll ich mich entspannen? Ich habe Schmerzen. Ja, ich weiß, dass du Schmerzen hast. Aber wenn du anfängst, vernünftig durch Mund und Nase zu atmen und Luft holen und wieder ausatmen, langsam entspannen, dann gehen die langsam wieder weg. Und die werden wiederkommen. Und dasselbe musst du alles immer machen, wenn du die kriegst. Ja. Okay, bis gleich. Ciao. Bis gleich, tschüss. Wenn ich die manchmal so weinen sehe, dann kann man manchmal mitweinen. Aber ich denke mir mal so, ich muss in dem Moment nicht anfangen zu weinen. Ich muss sehen, dass ich sie irgendwie wieder ruhig kriegt. Bevor Petra später zum Krankenhaus fährt, packt sie noch die restlichen Sachen für Lisa und das Baby zusammen. Die 63-Jährige möchte die Geburt ihrer Urenkelin miterleben. In Bremen arbeitet der 58-jährige Mario als Fahrer für eine Obdachlosenhilfe. Der gebürtige Italiener sammelt mit dem Lastenrad Lebensmittelspenden ein. Jeden Tag habe ich dieselbe Tour, meine feste Kunden. Und zwischendurch muss ich was Neues machen, als Vertretung. Aber sonst ist immer dasselbe. Vor seinem jetzigen Job war Mario 20 Jahre in einer Eisdiele tätig. Hallo. Die Superhänge. Moin. Moin. So, ich bedanke mich. Ja, gerne. Dankeschön. Gerne. Und bis morgen. Der 58-Jährige sammelt übrig gebliebene Lebensmittel von Bäckereien, Gastronomien und Supermärkten ein. Und mit meinem Job verdiene ich 1460 Euro ungefähr. Also 12,50 Euro Mindestlohn. Ich habe diesen Job gekriegt zwischen Sabrina. Sie hat mit der Chef geredet. Ich bin da hingegangen, habe gefragt. Habe einen Tag Probezeit gemacht und habe den Job gekriegt. Habe Glück gehabt. Die schwangere Jessica ist allein zu Hause in Bremerhaven-Lehe. Ihr Verlobter Olaf arbeitet heute zum ersten Mal in seinem 2-Euro-Job und dürfte erst am späten Nachmittag heimkommen. Stattdessen ist der 53-Jährige aber jetzt schon auf dem Heimweg. Hallo Lino. Bist du schon da? Tag. Ja, hi. Er legt erst mal ab. Doch, ja, dann spring du, Hund. Du weißt doch, das ist immer seine Freude, ja, wenn du nach Hause kommst. Die Emulie. Ja, hier beim Schrank hin. Lass mich raten, du hast Kaffeedurst. Ja. Dann mach dir eben einen fertig. Also erstmal hallo. Hi. So. Wie war es soweit? Kann ich dir gleich hin. Wenn wir im Wohnzimmer sind, erzählen. Ja, okay. Das Jobcenter hat Olaf einen Hilfsjob in der Garten- und Landschaftspflege vermittelt. Und wie kommt, dass du so früh Feierabend hattest? Wir haben heute wenig zu tun gehabt. Mein Vorarbeiter hat schon alles gemacht. Der fängt morgens um 5 schon an. Ja, wie ich hinkam, war schon fast alles fertig. Wir brauchen nur noch Plakate festmachen, Mülleimer leeren.
Dann hatten wir noch einen Kaffee getrunken. Ja, und dann durfte ich gehen, weil nichts mehr zu tun war. Weil alles fertig war. Der 53-Jährige will unbedingt Geld verdienen. Schließlich will er seinem zukünftigen Kind etwas bieten können. Ich mache jetzt erstmal einen Zopf. Oh, wie niedlich. Ja, du weißt, wo ich mich über Badewanne beuge, dann sehe ich nichts mehr. Ich habe eine Schere, kann man abschneiden. Nix da. Mach mir eine Porre, geht raus. Von wegen nur. Ja, dann mache ich die Toilette da schrubben. Nee, ich schrubbe sie, du darfst abtrocknen. Oh, ist aber lieb. Ich darf schrubben. Nö. Und damit er sich nicht langweilt, muss Olaf nun im Haushalt zur Hand gehen. Denn immerhin will er sich nützlich machen. Vielleicht hält er beim nächsten Arbeitstag länger aus. Weil ich heute früh frei hatte, habe ich nur 6 Euro heute verdient. Ja, und wenn ich morgen um 8 anfange, habe ich auch ein bisschen mehr zu tun morgen. So Waschräume machen, den Plakate, Mülleimer und alles, was da anfällt. Er ist dann auch zufrieden. Und wenn er das ist, bin ich es auch. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe zwar nur 2 Stunden oder 3 Stunden nur gearbeitet heute, aber es ist ein Job, der wirklich Spaß bringt. Man hat da Abwechslung, man hat nette Arbeitskollegen. Es wird nicht gemeckert, es wird anders in Ruhe erklärt, was man machen muss. Dann kann ich so einen großen Rasenmäher, darf ich da sogar fahren, den ich noch nie gefahren habe. Ja, aber dann mit dem Hänger, ich glaube, denke ich gern zur Arbeit.